So Leute, jetzt gibt es 10 Dinge, die du im Weltraum nicht tun kannst. Leute, das Video ist von The Simply Space. Schaut sehr, sehr gerne mal vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und Abschuss! Viele von uns träumen davon, einmal ins Weltall zu fliegen. Man sieht die faszinierenden Bilder und doch kann man sich nicht so richtig vorstellen, wie es wirklich da oben ist. Astronauten zeigen uns heutzutage in Videos oder per Stream, wie das Leben in einem Raumschiff oder in einer Raumstation ist und welche banalen Dinge, die auf der Erde alltäglich sind, im Weltraum eine Herausforderung darstellen. Ja, auf Toilette gehen. Oder wenn man ein großes Geschäft machen muss, dann ist das, glaube ich, nicht so gut. Und auch mit der Verdauung ist es, glaube ich, nicht so einfach. Schlafen bei Schwerelosigkeit. Wer hätte gedacht, dass Schlafen ein Problem im Weltall sein könnte? Es ist nicht nur ein Problem, es ist sogar ein sehr großes Problem. Aufgrund der Schwerelosigkeit gibt es kein Oben oder Unten. Astronauten können sich also zum Schlafen nicht einfach hinlegen. Sie haben sogenannte Schlafstationen, die etwa die Größe einer Telefonzelle haben. Darin gibt es einen Schlafsack, ein Kopfkissen, eine Lampe. Guck mal, das sieht ja richtig, also nicht luxuriös, ist übertrieben, aber voll geil. So zwei Laptops, da das iPad noch so am Start. Lampe, eine Entlüftungsanlage, einen Laptop und einen kleinen Platz für einige wenige persönliche Gegenstände. Die Entlüftungsanlage ist sehr wichtig, denn das ausgeatmete CO2 sammelt sich in der Schwerelosigkeit rund um den Kopf an. Es ist auch möglich, außerhalb dieser Schlafstation zu schlafen, dann muss der Schlafsack aber irgendwo am Boden oder an der Wand festgemacht werden. Gewöhnlich schlafen Astronauten mit Ohrstöpseln und einer Augenmaske, um störende Lichter und Geräusche auszublenden. Ob ein Astronaut nun horizontal auf dem Boden oder vertikal an der Wand schläft, macht normalerweise keinen Unterschied. Da Menschen aber das horizontale Schlafen gewöhnt sind, sind die Kissen extra steif, um beim vertikalen Schlafen einen gewissen Druck auf den Rücken auszuführen. Astronauten berichten davon, dass sie im All mit 6 Stunden Schlaf auskommen, um sich vollkommen ausgeruht zu fühlen. Vermutlich liegt das daran, dass der Körper in der Schwerelosigkeit weniger schnell erschöpft ist, da die Muskeln weniger arbeiten müssen. Stimmt, das ist ja auch ein Problem, wenn die wieder zurück auf die Erde kommen, dass die Muskeln total erschlafft sind. Probleme kann der Schlafrhythmus machen. Beim Umkreisen der Erde erfahren die Astronauten in 24 Stunden 16 Sonnenauf- und Untergänge und es ist schwierig, sich an einen Schlafrhythmus zu gewöhnen. Alkohol im Weltraum. Darf man bestimmt gar nicht. Alkohol ist auf den internationalen Raumstationen strikt verboten. Das hat nicht nur Sicherheitsgründe, es gibt auch praktische Gründe für das Verbot. Es hat aber auch schon Alkoholkonsum im Weltall gegeben. Russische Kosmonauten haben in den 90er Jahren eine Cognac-Party in der Mir-Raumstation gefeiert. Dazu schmuggelten sie den Alkohol in ihren Raumanzügen ins Weltall, da sie nicht auf ihn verzichten wollten. Auch die erste Flüssigkeit, die auf dem Mond getrunken wurde, war Wein. Heutzutage ist Alkohol auf der Raumstation ISS streng verboten. Zum einen hat man Sorge, dass Alkohol die Ausrüstung und das Wassersystem der ISS negativ beeinflussen könnte. Selbst Mundwasser oder Parfüm sind nicht erlaubt, da sie Alkohol enthalten. Alkohol enthält Ethanol. Und Ethanol ist sehr flüchtig und brennbar und stellt damit ein sehr hohes Sicherheitsrisiko dar. Ein betrunkener Astronaut gefährdet natürlich die gesamte Mission. Dazu kommt noch, dass der Urin der Astronauten mit einem Wasserrückgewinnungssystem recycelt wird. So wird das Wasser trinkbar. Alkohol würde eine Gefahr für dieses System darstellen. Bei Bier kommt noch ein weiterer Grund für das Verbot hinzu. Bier enthält Kohlensäure und dieses Gas könnte zu ernsthaften Schäden bei den Astronauten führen. Tränen. What? Hier ist die Frage nicht, ob ein Astronaut nicht manchmal im Weltraum von seinen Emotionen überwältigt wird. Es ist die Frage, ob sich in der Schwerelosigkeit überhaupt Tränen bilden. Tränen werden in den Tränendrüsen gebildet. Die Tränenbildung findet auch im Weltraum statt. Trotzdem ist es was anderes als auf der Erde. Denn auch wenn sich Tränen bilden, sie können nicht nach unten fallen, sondern sammeln sich vor dem Auge und bleiben praktisch als Fremdkörper dort. Das kann sehr unangenehm sein. Astronauten berichten oft, dass sie im Weltraum eher unter trockenen Augen leiden. Wenn sie jetzt plötzlich eine Flüssigkeit vor dem Augapfel haben, kann das sogar zu stechenden Schmerzen im Auge führen.
Brot essen. Brot essen. Wir haben alle schon den Begriff Astronautennahrung gehört. Aber warum brauchen Astronauten spezielle Nahrung? Warum können sie zum Beispiel kein Brot in der Raumstation essen? Krümel. Brot hinterlässt Krümel. Diese fliegen durch die Schwerelosigkeit weg und könnten Lüftungsöffnungen verstopfen. Das würde zu großen Problemen führen. Deshalb... Toilettengang. Oh ja, jetzt wird's interessant. Ein ganz besonderes Thema im Weltraum ist der Toilettengang. Wie funktioniert das in der Schwerelosigkeit? Viel wurde in den Jahren, seit es Raumflüge gibt, herumexperimentiert. Heute tragen Astronauten bei Weltraumspaziergängen eine Art Hightech-Windel. Mhm. Im Raumschiff selbst gibt es eine Toilette. Dabei sammelt eine Art Vakuumvorrichtung den Urin auf, damit er nicht in der Schwerelosigkeit herumschwebt. Dann wird der Urin recycelt. Daraus wird tatsächlich wieder Trinkwasser hergestellt. Ist Astronauten okay. haben hier ein Sprichwort. Im ersten Moment denkt man sich so, aber eigentlich, ja gut, ist doch super. Der Kaffee von heute ist der Kaffee von morgen. Das trifft die Sache auf den Kopf. Für den Stuhlgang sieht die Sache wieder anders aus. Dafür wird ein kleiner Kanister mit einer Plastiktüte ausgestattet. Auch hier gibt es ein spezielles... Da frage ich mich allerdings, habt ihr auch einen Klohocker? Die Multimilliarden-Euro-Idee von German Let's Play und mir gibt's in der neuesten Folge vom Kottbruder-Podcast, der heute online gegangen ist, wenn mich nicht alles täuscht. Heute Morgen um 8 Uhr kam die neueste Folge. Gönnt euch auf kottbruder.de. Wir haben auch eine neue Website, wurde komplett überarbeitet. Es ist wieder alles eskaliert, was hätte eskalieren können. Gönnt euch und jetzt geht's weiter. Das Vakuumsystem. Die Plastiktüten werden gesammelt, auf ein spezielles Frachtschiff verladen und beim Wiedereintritt in die Erdatmosphäre verbrannt. Ach so. Rasur. Ah, darf man bestimmt nicht. Das nächste Problem hat mit der Körperpflege zu tun. Wenn man mehrere Monate auf einer Raumstation verbringt, wird irgendwann die Rasur unweigerlich zu einem Thema werden. In der Schwerelosigkeit dürfen selbst kleinste Partikelchen nicht durch den Raum schweben, da diese zu Funktionsausfällen führen könnten, die wiederum lebensbedrohlich sein können. Im Weltraum gibt es kein fließendes Wasser. Das muss immer bedacht werden. Selbst winzige, vorbeischwebende Haare können für eine Weltraummission eine Katastrophe bedeuten. Deshalb nutzen Astronauten einen speziellen Barttrimmer, der an einen Staubsauger angeschlossen wird. Beim Trimmen der Haare werden diese gleich abgesaugt. Ja, aber warum? Zahnpfleger. Ich will einfach warten. Zur Zahnpflege brauchen auch Astronauten Zahnbürste und Zahnpasta. Aber wie spült man den Mund nach der Zahnpflege in den Weltraum aus? Normales Wasser aus einem Zahnputzbecher ist nicht möglich, wie wir alle wissen. Also müssen sie einen kleinen Beutel mit Wasser benutzen, an dem ein Strohhalm befestigt ist. Nun geht es aber noch nicht mit dem Zähneputzen los. Erst muss die Zahnpasta-Tube irgendwo an der Wand befestigt werden. Ihr wisst schon, die Schwerelosigkeit. In der einen Hand die Zahnbürste, in der anderen Hand den Wasserbeutel, drücken Sie nun einen kleinen Wassertropfen aus dem Beutel und lassen die Zahnbürste über den Tropfen gleiten. Dabei saugt die Zahnbürste den Wassertropfen sofort auf. Aber Gleiches warum? Passiert dann mit der Zahnpasta. Der Putzvorgang selbst ist dann der gleiche wie auf der Erde. Der Hauptunterschied besteht darin, dass man im Weltall nach dem Zähneputzen nicht einfach ausspucken kann. Der Astronaut nimmt stattdessen einen Schluck aus dem Wasserbeutel und muss die Zahnpasta runterschlucken. Ich dachte, man soll nichts runterschlucken von Zahnpasta. Gewöhnliche Stifte funktionieren nur mit Schwerkraft. Beim Schreiben drückt diese die Tinte auf die Kugel, die dann in ihrer Fassung rollt und die Tinte auf dem Blatt verteilt. Im Weltraum gibt es schlicht und einfach keine Schwerkraft, die die Tinte aus dem Reservoir des Kugelschreibers drücken könnte. Bleistift. Auch Bleistifte sind im Weltall nicht geeignet. Was? Sie haben eine Graphitmine, die brechen kann. Dabei würde Graphitstaub zurückbleiben, der herumschwirren und zu einem Sicherheitsrisiko werden würde. Außerdem würde eine erhöhte Brandgefahr in der sauerstoffreichen, unter Druck stehenden Raumkapsel bestehen. Genau, hat das nicht irgendwie 500.000 Euro gekostet? Da sowohl die Bleistiftmine als auch das Holz schnell in einer Umgebung mit reinem Sauerstoff verbrennen. Deshalb verwenden Astronauten im Weltall sogenannte Space Pens. Diese verwenden komprimierten Stickstoff, um die Tinte aus dem Reservoir zu drücken, denn so ist der Stift nicht mehr auf die Schwerkraft angewiesen, um die Tinte zum Fließen zu bringen. Im Übrigen kann man mit diesen Stiften auch über Kopf oder unter Wasser schreiben. Verlust des Geruchs und Geschmackssinns im Weltall. Warum?
Schon nach ein paar Tagen im All kann der Geruchs- und Geschmackssinn verloren gehen. Wissenschaftler haben daran geforscht, um herauszufinden, was der Grund dafür ist. Grund scheint die Schwerelosigkeit zu sein. Auf der Erde sorgt sie dafür, dass sich Körperflüssigkeiten in Richtung Füße absetzen. Mm. Im Weltall ist dies nicht möglich. Hier schweben Körperflüssigkeiten frei durch den Körper. Und dabei kann sich Flüssigkeit im Kopf ansammeln. Dies hat den gleichen Effekt wie eine verstopfte Nase bei einer Erkältung. Ist man erkältet, leidet oft der Geruchs- und Geschmackssinn. Ja, meine Nase ist auch immer verstopft. Hier. Kaffee. Er ist nicht so richtig frei. Auch eine Tasse Kaffee ist im Weltraum eine Herausforderung. Die Zubereitung einer Tasse Kaffee ist in der Schwerelosigkeit ein komplexer Prozess. Der gefriergetrocknete Kaffee befindet sich in kleinen Aluminiumkapseln, die in einem Lagerfach an der Wand untergebracht sind. Guck mal, sie ist richtig glücklich. Wasser gibt es, wie gesagt, in einer Raumstation nicht. Das heiße Wasser für den Kaffee kommt deshalb aus einem Heißwassereinspritzsystem. Dabei wird durch Knopfdruck heißes Wasser in die Aluminiumkapsel gespritzt. Das Wasser löst dann Kaffee, Sahne und Zuckerersatz auf. Der Astronaut trinkt den Kaffee mit einem Strohhalm mit Einwegventil, um zu verhindern, dass Flüssigkeit entweichen kann. Und damit sind wir am Ende des Videos. Geiles Video. Heute haben wir euch gezeigt, dass das im Weltall oder nice. Einer Raumstation einige alltägliche Dinge auf der Honig, Erde oder? Nicht oder nur in stark modifizierter Form möglich sind. Wie sieht es eigentlich bei euch aus? Wer von euch würde gerne mal ins All fliegen? Ja, ich hätte schon Lust, aber nur wenn es richtig sicher ist. So Leute, wenn ihr jetzt noch Langeweile habt, gönnt euch die mittlerweile schon 4. Folge vom Kottbruder Podcast auf kottbruder.de oder überall da, wo es Podcasts gibt, Spotify und so weiter. Gönnt euch. Danke.